Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS90. Willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen guten Mittag. So, ich bin natürlich wieder fleißig am Wenden. Philipp ist fleißig. Am Schippen. Verladen der Silage. Kommt bitte kein Auto, bitte kein LKW. Hier hättest du schon noch ein bisschen hochfahren können, du Flo. Ist da noch was? Plack? Mit dem Mähen. Also. Bisschen, aber egal. Also, stimmt, oh Gott. Weil wir haben kein Geld! Ich glaube die paar Liter, da reißt es auch nicht raus. Doch, nee. Sollen wir das heute eigentlich verkaufen, Teil? Ja, gell. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen nicht so viel. Wohlgemerkt, wir haben noch keine Tiere. Zweitens. Ah ja, wir wollen einen Schafstall bauen. Wie viel kostet denn da nochmal 50.000, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Nee, weniger. Genau. So richtig entschieden haben wir uns jetzt tatsächlich noch nicht. Wollen wir den Kuhstall verkaufen? Ich weiß es halt nicht, weil der gibt halt doch. Meine Tasche oder so. Die Frage ist halt, wollen wir auf Kühe gehen? Wir müssen ein bisschen vorausdenken dann. 50.000 gibt der bloß? Ja, der ist nicht so teuer. Oder beziehungsweise war erstens der ist nicht so teuer und zweitens er ist auch nicht so groß. Ja, dann würde ich ihn ehrlich gesagt behalten. Ja, weil dann würde ich eher noch ein bisschen schauen. Dann würde ich halt eher noch. Also, dann würde ich halt eher schauen, dass wir die Schafe ranbekommen. Ja. Für die Schafe kriegen wir hier noch easy untergebracht. Ja, weil der Platz da, also gegenüber, also wo unser Lager ist, da ist ja noch freier Platz genügend. Wo jetzt glaube ich momentan der Wind der Schwarze steht. Erstens da. Und zweitens haben wir noch Platz so schräg hinter der Kuhweide hier so drin. Da würde es auch reinpassen. Stimmt, da haben wir auch noch Platz. Ja, guck ich mir dann an. Weil da fahren wir eh nicht durch, also. Hinbau. Was wir uns aber glaube ich einig geworden sind, dass das Auto wegkommt, oder? Ja, das kann. Ach, ich glaube, dann kann man uns sogar schon bei der Station machen. Ich verkaufe schon. Aber fahr's weg, da kriegen wir noch ein paar irgend mehr. Ja, ich glaube, dann können wir sogar schon kaufen. Also ich guck mal kurz nach, wie viel kostet das wunderbare Ding? 55.000 habe ich gerade geschaut. Okay. In der Folge würde ich tatsächlich. Ich glaube, das mache ich eher so, ich kaufe den dann offline, platziere und modelliere das alles schön hin, weil da brauche ich ein bisschen, wie ich das alles schön angepasst habe und so weiter. Das ist hier alles gerade, ne? Wollte ich bloß so gesagt haben. Ja, aber bis ich den ganzen Boden angepasst habe und alles. Hinter der Kuhweide wäre alles voll mit Gras. Ja, aber auch ringsrum. Ich mache halt jetzt alles ein bisschen schön bei den Hofern, bei den Toren oder was weiter, wenn wir jetzt da sind. Ein bisschen Gras und so weiter. Ja, okay. Ist das normal mit 100 durch die Ortschaft? Jojo. Wenn hier ein Blitzer wäre, 50 Euro, 50.000 Euro. Okay, weg. Ich glaube, da wäre der Führerschein weg. Mit 50. Führerschein und 5 Punkte in Flensburg oder so, keine Ahnung. 27.000, wer geht's auf ihn? Alter, der hat plus. Wenn wir 23, 4.000 oder plus hat gegeben, ne? Das war nicht schlecht. 4.000, ja. Alter, was dieser Unterschied macht, ob er das über Menü verkauft oder zum Händler fährt. Das ist krass. Ja, vor allem bei Standardkarten. Was dann haben wir unten so gut wie alles. Ist auf ein paar kleinere Stellen sonst auch nicht so dramatisch. Doch, ach so, bei Wänden. Ja. Ja, nee, dann ist gar nicht. Ich warte natürlich dann schon, weil dann nur mal alle zusammenkratzen. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Nee, wir haben nur 77.000 oder bekommen. Wir sind auch bald wieder weg. Wir haben dann irgendwann nur noch 22.000. Ja, wir müssen dann noch Schafe kaufen. Oh ja. Da gehen dann auch noch ein bisschen weit weg. Aber dann haben wir 1500 Kosten gehen, ne? Scheiße. War die nicht mal billiger? Ich glaube schon. 1500 hat doch eine Kuh gekostet. Oder? Nee, ich glaube 2000. Nee. 2000 war eine Kuh. Ja, 2500 war eine Kuh. 2000 war eine Kuh. 2000 dann 2005. Ja, gut, kann auch sein. Bei Seasons kosten die Schafe 800. Stimmt, da war sie ein bisschen billiger.
Im Gegensatz zum 17er, eine Kuh mit 5000, das war schon. Oh, happig, ne? Die Kuh. Mhm. Krank. Und mit den zwei Kühe 10.000. Oh. Also, wenn man jetzt so nachdenkt, ne? Genau weiß ich nicht, aber so ein Kalb ist zurzeit sau billig. Wie so ein leid. Stierkalb, ne? Wie ist denn der Preis? Du, ich glaube. Boah. Für ein Kalb, also wenn. Stierkalb, ne? Du. Man muss sagen, ich habe von der Tierkauf. Ich glaube 800 Euro oder so. Okay. Oder nein, doch. Wohl? Keine Ahnung. So, wunderbar. Ich muss sagen, ich finde unseren Ruf schön. Auch. Auch wenn der Kuhstab ein bisschen zu modern ausschaut, aber das passt irgendwie rein. Ja. Weil ich muss tatsächlich sagen, einen anderen schönen kleinen, der wo da reinpasst, habe ich tatsächlich nicht gefunden. Gibt's nicht wirklich. Nee. Die wo in dem Stil auf jeden Fall sind, nicht so richtig. Okay, ja, passt. Ah ja, da steuere ich schon ein bisschen Padding angesetzt. Ah, da hat sie dann auch voll. Der ja, Unitrag gekämpft. Kämpft auch. Mhm. Also da bergauf geht, gar nicht. Also, mit den zwei Hängen und dann noch selber das Gewicht. Never. Schaffst du nicht. Eieieiei. Eieieiei. Hm. Wenn nehm ich hin? Ich weiß es nicht. Bist du wieder bei der Tanke? Nein! 360 Grad Drehung hingelegt. Achso. Der Hänger also ich bin da vorne unten bei unserem Hof um die Kurve rum, ne? Mhm. Die Hänger schieben aber auch, ey. Jo. Nur so durch 23 Kubik hängt bin ich. Alter, das ist schon wenig. Also, eine Tonne. Wenig. Hm? Eine Tonne. Laut Dingens. Mhm. 0,4 Tonnen normal und total 1,4 Tonnen. Kann man nicht sprichlich stimmen, glaube ich. Hm. Naja, doch, eigentlich nicht. Also ich und Steier, also der Steier plus Wenter wiegt hier knapp 5,7 total. Ja, warte mal. Nochmal drehen. So, ich werde jetzt tatsächlich dann gleich was für den Steier kaufen. Weil das habe ich extra mit drauf genommen. Ist auch nicht teuer. Hm? Ist auch nicht teuer, 1000 Euro. Nee, 70.000. Momentan können wir es uns leisten. Wenn, da brauchen wir noch nicht reparieren, der war jetzt noch nicht so auf den Einsatz. Ein bisschen konnte ich aber den Mähwerk schon abschätzen. Der Unitrag ist sauwendig. Ja, der hat ja auch Allrad, muss man dazu sagen. Also, da geht schon was. Und wir glauben, in die Berge braucht man sowieso. Wendigkeit ist ja dann. Ist er da ein. Ist A und O. Ja. Ja, natürlich auch den Steiger schon innen drin auswaschen. Das muss er. Kaufst du dann für ihn? Hm? Kaufst du dann für den Steiger? Ich lasse euch mal ein bisschen raten. Leute, ihr könnt jetzt dann gerne gleich in die Kommentare schreiben, wenn ihr was eine Vermutung habt. Und der liebe Philipp kann auch gleich raten. Der Böckmann? Böckmann? Anhänger meine ich. Also nee. Kein Anhänger. Also es kommt an den Traktor ran. Jetzt mal vorher den richtigen Weg. Wir haben die Beta-Gewichte. Mhm. Davon können wir auch eins kaufen, theoretisch. Theoretisch, ja. Ich glaube, wir haben beide drauf, soweit ich weiß, also einmal diese... Ja, diese runde mit 6 und die 2 größere.
Ich muss tatsächlich sagen, zu unseren passen, glaube ich, die größeren besser, also die normal aussehenden Gewichte. Finde ich jetzt so. Kaufstätte? Nein, warte. So, wir sind gleich beim Händler angekommen, Leute. Also ihr müsst zusammen in 3, 2, noch ganz 1. Spätestens jetzt. Müsst ihr es in die Kommentare geschrieben haben, weil jetzt seht ihr es dann gleich. Wenn ich es finde, warte da. Vielleicht habe ich es mit drauf genommen. Ja, ich habe es mit drauf genommen. War. Habe ich es geahnt. Aha. So, ich komme. Nee, ich lass dich. Nee, ich lass dich hier nicht ran. Nee. Ich hatte ja aber hoch genug. Eieiei. Darauf habe ich Bock mehr. So. Ich habe die nicht überfahren, ich habe die nur hochgehoben. Ja, ja. Und der ist ein bisschen leicht. Oh Gott. Alles gut. Ich glaube, das Gewicht kuppel ich dann lieber wieder ab. Ja. Warum? Bin ich ja schwer? Ja, Kreisverkehr, zwei Räder. Boah. Jo. Angenehm. Brems, brems. Das war knapp an dem. Was ist denn das? Ist Opel mit Limousine. Ah, der fährt auch da hoch. Aber jetzt kommt Steyr von hinten. Jetzt wird euch demonstriert, wie ein Steyr ein Auto überholt. Ein Steyr ein Auto überholt. Komm ich nicht vorbei, bevor. Ja. Haha, schaff's. Weil der habt ihr gesehen, packt euch schneller als Auto. Oh, aber ganz ehrlich, würde. Also. Mal ganz ehrlich, würdest du dir einen Relief einen Lintra kaufen? Ein Unitrack. Mit einem Unitrack. Ich muss tatsächlich sagen, bei uns in der Umgebung. Brauchen wir ihn halt so? Also er ist schon geil, muss man sagen, weil er die Aufsätze hat. Aber ich glaube. Und er ist halt auch stark. So. Ja. Aber ich glaube. Er wird sich bei uns nicht rentieren. Weil so krass, wir haben auch Berge, aber so krass wie hier jetzt wie in Schweiz oder Österreich. Nein, ich meine es bloß mit der Plattform und den Hecke-Hydraulik, weißt du warum? Ja, die Plattform ist natürlich schon geil. Digga, der Plattform, weil ihr mit zwei Fahrzeugen rausfahren könnt. Ja, mit zwei Fahrzeugen rausfahren könnt. In Walter. Ja. Okay. Dann geht's aus Schwaden hier so eine Baum in der Bärchen. Oh, mein schönes neues Schlepperdeck. Oh, sie sind sehr schön aus. Oh, herrlich. Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder gehört, ich mag Schlepperdreiecke. Ey, also, nur so nebenbei eine Floß, ein bisschen Schlepperdreieck, geil. Ja, geil kann man jetzt hinten dann im Wachs halt. Ja. Geil hört sich schon wieder. Ja. Bisschen. Ja. Er mag sie halt. Also ich knuddel sie nicht gleich mit den Schwader. Oh, hast du jetzt überall ein Schlepperdreieck? Auf der Staffenbach hatte er eins, auf der Hinterkaifeck hatte er eins. Schlepperdreieck muss überall der, ran. Also. Auf der Geiselberg hatte er eins. Auf der Rade hat er drei. Oh. Inzwischen nicht mehr. Nö. Nee, weil das vom Ibetra wurde mir geklaut. Das habe ich verkauft. Was? Oh nein. Oh. Ich habe das dadurch so gedacht, der steht irgendwo hinten in der Ecke und ich find's bloß nicht mehr, dabei wurde es verkauft. Oh Mann. Ich sollte eigentlich wieder auf die Spur achten, sonst lasse ich wieder die Hälfte stehen. Und ich habe selber gewählt und selber gewendet. Aber ich mach mal da dran. Nur so eine Vorahnung. Ich komm schon. Deine 80 PS, du schaffst es. Ja. Nee, warte, ja. Doch. Also, wenn man jetzt das Bild
als wenn ich mir das Bild nicht vorstellen könnte, also, ne? Denkst du schon wieder an andere Sachen? Welchen hast du eigentlich genommen? Steyr-Serie? SK1 oder SK2? Ich glaube, es ist die SK1 mit die weißen Radnamen auch. Ja, sie ein bisschen ältere. Das kann man doch nicht machen. So. Jetzt halt. Ich muss aber ein bisschen weiter drüben bleiben. Ich muss mir noch eine Schwade gewinnen. Jetzt war ich wunderbar. Oh, hier. Oh. Wunderbar. Keiner hat das gesehen. Ich habe uns selber so gut gebremst, ja. So. Runterlaufen ist ein gutes Stück. Der Steil geht ja bloß bis 80 PS bei beiden. Ja. Musste man das selber noch ein bisschen rumschrauben. Im Prinzip, wir haben den 80-90, der normalerweise 90 PS hätte. Normalerweise. Und wenn wir noch ein bisschen aufschrauben, dann 9500. Können natürlich auch ein 63-10 mit drauf nehmen, ne? Da habe ich auch nichts dagegen. Das glaube ich, dass du das dagegen hast. Also, glaube ich, die Leute, wo jetzt hier nicht wissen, was ein 3610 ist, das ist eine Maschine von den Kompaktatoren, ey. Ist es nicht der, wo man. Es ist was Grünes. Gelben Film. Zieh, zieh. Oh, ich habe alle vergessen auszumachen. Eieieiei. Das ist nicht ganz so gut. Ich muss aber noch ein bisschen doller durchdrücken. Gut. Dann habe ich das auch. Schleer, das Ziel ist fast leer. Schleer. War das. Diese. Okay, wir schauen sie noch hin. Die Premiere müssen wir uns angucken. Da geht kein Weg dran vorbei. Oh. Oh, nur ein kleines Häufchen. Das bringe ich damit. Ja. Sieht aber wirklich gesund aus. Was? Okay. Also ich denke mir die ganze Zeit, das so an meinem Ohr eine Fliege vorbei. Oh. Es gibt ja jetzt im mit dem Alpine Add-on, DLC, nennt das wie es wollt, sind ja neue Umgebungsgeräusche mit reingekommen. Oder auch Fliegen oder was? Ja, oder Bienen, oder wenn du da ab und zu hörst, dass du das wird vorbeifliegt. Du kriegst da Handalisation, nein, warte. Was? Egal. Nein. Das haben die Leute auch gehört, hoffentlich mal. Ansonsten. So, der neue Komi, was? Was? Flo, der neue Komiker. Achso. So, eine Schaufel, also zwei Schippen noch mit der. Nein, ich muss sie nur leer. Oh nein. Oh geil. Ich hab grad ein Lied da, ne? Die Hände gehen hoch und der Frontlader. Ich hab grad den Frontlader hochgehoben. Die Hände gehen hoch und mit den Händen geht der Frontlader hoch. Die Landwirte heben den Frontlader auf.
Frage an dich, willst du dann unsere Wiese schwarten? Ich würde sammeln, ja, aber nicht schwarten. Okay, gut. Ich habe auch nichts dagegen, ich kann nicht eine Weide schwarten. Wir haben 80k. Null? Ja, wir haben 80.000. Hatten wir schon seit dem Anfang vom Gameplay nicht mehr. Nein, in der ersten Folge, ganz kurz hatten wir ein bisschen mehr noch. Aber, ja. Also Leute, es ist ein Jubiläum. Wir sind auf 80.000 gekommen, was aber auch schnell wieder weg sein wird. Bremse. Aber was ich tatsächlich hoffe, dass wir hoffentlich bald mit besseren Silagepreis wieder kriegen. Weil uns sind einfach mal Real Talk 20.000 Flöten gegangen. Weil der Preis halt über Nacht um 100 Euro gesunken ist. Ich weiß gar nicht, wie sind jetzt momentan. Sinkt er oder steigt er? Ja, wahrscheinlich hätte er erst. Wahrscheinlich sinken. Ja, oder gleich bleiben. Also ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir die BGA ranholen. Ja, anstatt Kühe, oder? Ja. Dann würde ich ehrlich gesagt den Kuhstall sogar abreißen. Ja. Ich glaube, der ist sogar gestiegen wieder ein bisschen, weil jetzt ist er bei 218 Euro oder ja, glaub, um 1 Euro ist er dann gestiegen. Zwei. Ja, bei mir ist er immer noch bei 217. Egal. Keine Verantwortung. Ich fahre über die Wiese, okay? Ja, okay. Sie ist gemäht, also. Ich hab bloß gemäht und schon gespaßt. Ja, gut. Also. Wir haben so viele Pläne, weil wir uns kaufen wollen. Drescher, die BGA, ein Schafstall. Das wird hier noch spaßig, du. Ja. Das Projekt wird eine Weile gehen. Aber das ist ja auch der Sinn von dem Projekt, dass man einfach lang Spaß daran hat. Oh nein, geh auf Schranke, ich muss bremsen. Ey. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ich hab gebremst und gerade vor einer Sekunde auf Null gekommen, das ging die Schranke. Oh. Gut. Nicht ganz so geil. Nee. Feier ich. Nicht. Super. Ist mir letztens aber auch passiert. Weil, was habe ich denn wegfahren? Ich glaube tatsächlich, es war Silage auch. Ja, ich habe ja auch ein oder zweimal, ne, einmal habe ich Silage verkauft, soweit ich weiß. Und da war es tatsächlich auch so. Aber ja, sie sehen mal so. Langsam war, damit wir alle mitkriegen. Also Leute, ihr seht, das wären jetzt unsere letzten Einnahmen. Für heute nicht, weil unser Feld wird noch reif. Also am heutigen Tag in der Folge nicht mehr. Oder warte, ich guck für euch nach. Ah. Es ist immer noch die Weiße. Oh nein. Aber mal. Ich hoffe einfach mal, bis wir unsere Wiesen unten haben. Ist es reif. Wenn wir gleich ins weitere Dreschen und Ansehen wieder übergehen können und wollen wir Geld kassieren. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich den Drescher finde ich gar nicht so wichtig, weil den können wir uns ja mieten, oder? Wie viel steht das? Ich glaube, ja, ich hätte gesagt, wir gehen eher auf BGA, oder? Habe ich schon was? Einfach von der BGA kriegen wir halt schnell Geld. Und dann Schafe und dann das andere. Okay, hier habe ich alles. Du, ich höre ja aus dem Vierhänder ganz komische Geräusche, ne? Ganz komische? Ganz, ganz komische. So, wir fahren. Ne, heute nicht mehr. Das machen wir dann in der nächsten Folge, denn wir sind heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Ja, die Zerlage ist ganz fett, ne? Ja, stimmt auch. Jetzt bin ich schon weiter weg. Aber wie gesagt, wir sind mit der heutigen
Ach, ich habe noch was. Ja, gut. Ja, wie gesagt, wir sind mit der heutigen Folge fertig. Dritter Ansatz läuft. Und jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wie ein Träumchen kostet euch keinen Cent. Unten den roten Knopf grauffärben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad im LS19 Alpine DLC. Und, bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.